Aus dem Jenseits ist noch niemand zurückgekommen. Diesen Sinnspruch kann der Mediziner Dr. Patrick Terrier nicht bestätigen. Der langjährige Leiter des medizinischen Büros in Lourdes hat Berichte von Menschen wissenschaftlich untersucht, die bereits klinisch tot waren, aber erfolgreich reanimiert wurden. Ihre sogenannten Nahtoderfahrungen sind in den Augen von Dr. Terrier ein Zeugnis dafür, dass wahr ist, was alle Christen im Glaubensbekenntnis bezeugen: Es gibt ein Leben nach dem Tod. Seine Untersuchungen hat er in dem Buch »Beeindruckende Nahtoderfahrungen – Zeichen des Himmels« dokumentiert. Es ist im Media Maria Verlag erschienen. Über das Buch möchte ich mich nun mit Gisela Geiros unterhalten, der Leiterin des Verlages Media Maria. Herzlich willkommen, Frau Geiros. Vielen Dank. Nahtoderfahrungen sind immer individuelle, urpersönliche Erfahrungen. Und dennoch gibt es zwischen den Erfahrungsberichten von Nahtoderfahrungen erstaunlich viele Gemeinsamkeiten. Was sind diesen Berichten gemeinsam? Nahtoderfahrungen gibt es ja schon in der ganzen Menschheitsgeschichte, wie Dr. Terrier hier berichtet. Nur in den letzten 40 Jahren, da treten sie gehäuft auf, bedingt durch den medizinischen Fortschritt. Allen gemeinsam oder den meisten gemeinsam ist das Austreten aus dem Körper, die Veränderung des Körperzustandes, das Passieren eines Tunnels, die Begegnung mit Wesen. Häufig wird es beschrieben mit Menschen, die man schon früher gekannt und geliebt hat. Die Begegnung mit einem Lichtwesen, die Lebensrückschau, dann ein Gefühl von Liebe und angenommen sein und die Rückkehr in den Körper und dann die Veränderung des Lebens hier auf der Erde. Sprechen wir zunächst mal über die Lebensrückschau. Menschen schauen wie in einem Film ihr Leben. Sie berichten alle davon. Welche spirituelle Bedeutung messen Sie dieser Rückschau bei? Bei all diesen Menschen kann eine spirituelle Tiefe nachher erkannt werden. Sie haben eben dort gesehen, bei der Lebensrückschau, was in ihrem Leben nicht in Ordnung war, welche Werte wirklich für das ewige Leben zählen. Und manche von ihnen, die berichten, dass es ihnen ganz klar wurde, dass die ganzen Werte wie Materialismus, materielle Werte, Bildung und so weiter, die für uns vorrangig sind häufig, dass die für die Ewigkeit überhaupt nicht zählen. Die Menschen, die auf dem Weg ins Jenseits waren, aber auf halbem Weg wieder umgekehrt sind, berichten auch von Begegnungen mit einem Lichtwesen. Was ist für diese Begegnung charakteristisch? Das Lichtwesen, das beschreiben alle so. Von dem Lichtwesen geht eine unendliche Liebe, eine nicht beschreibbare Liebe aus. Üblicherweise, so wird es beschrieben, ist es ein sehr helles, glänzendes Licht und der Schein ist so hell, dass man es mit menschlichen Worten überhaupt nicht beschreiben kann. Sie alle wissen, dass es Jesus Christus ist und sie wissen auch, dass er alles aus ihrem Leben weiß. Die Menschen mit einer Nahtoderfahrung sprechen von einer Reise und diese Reise endet dann immer mit der Rückkehr in den eigenen Körper. Wie ist es zu erklären, dass diese Rückkehr in den eigenen Körper, in das alte Leben, immer äußerst widerwillig geschieht? Alles, was diese Menschen, wenn man das liest, diese Zeugnisse, was sie erleben, das übersteigt alles Irdische. Sie treffen geliebte Wesen, die ihnen nur Liebe entgegenbringen. Und sie berichten alle von einer unglaublichen Schönheit des Alls, der Landschaften, der Musik. Alles, was sie erleben, übersteigt unsere Begriffe, die wir dafür haben. Und wenn sie zurückkehren, dann ist es natürlich nach wie vor der schwer verletzte Körper oder schwer kranke
Mensch, der natürlich die Schmerzen auch wieder spürt. Die Nahtoderfahrungen sind existenzielle Erfahrungen. Danach ändern die Betroffenen ihr Leben. Sie haben es vorhin schon angedeutet. In welche Richtung geht diese Neuausrichtung? Also bei allen diesen Menschen kann man feststellen, dass die Nächstenliebe die erste Rangordnung hat. Ihre ganze Weltanschauung ändert sich natürlich schon deshalb, weil ihnen bewusst wurde, welche Werte einmal für das ewige Leben, ich betone jetzt ewig extra, wichtig sind, dass wir hier nur relativ kurz auf der Erde sind. Und nach diesen Werten der Liebe, der Nächstenliebe, da richten sie sich aus. Die Botschaft der Menschen, die klinisch tot waren, aber reanimiert werden konnten, ist einhellig. Sie sagen, man braucht keine Angst vor dem Tod haben. Das ist ja jetzt schon mal eine sehr beachtliche Botschaft. Doch einige haben tatsächlich auch Angst und Schrecken erfahren auf dem Weg ins Jenseits. Wie deuten Sie diese schrecklichen Erfahrungen? Also in dem Buch sind zwei schreckliche Erfahrungen berichtet. Ich glaube, da bin ich überzeugt, das ist eine Warnung für die betreffenden Menschen, aber vor allen Dingen auch für uns alle. Eine dieser Erfahrungen stammt von der kolumbianischen Zahnärztin Dr. Gloria Polo. Und sie hatte zunächst eine sehr positive Nahtoderfahrung, wurde dann operiert und eine zweite Nahtoderfahrung folgte und die war ganz schrecklich. Sie überschreibt sie mit dem Titel »Ich bin ganz knapp der Hölle entronnen«. Was sie da beschreibt, was sie gesehen und erlebt hat, das ist wirklich schrecklich. Und was mich selber sehr beeindruckt hat, wie offen sie über ihre Verfehlungen, über ihre Lebensanschauung in ihrem Leben berichtet und vor allen Dingen über die Folgen im ewigen Leben. Es soll wirklich eine große Warnung sein. Der Autor des Buches, Patrick Teillier, er ist Humanwissenschaftler und gläubiger Katholik. Welchen Beitrag leistet sein Buch für den Dialog zwischen Glaube und Vernunft? Er hat zwei Zeugnisse von Wissenschaftlern aufgenommen. Eins von Dr. Eben Alexander, ein Neurochirurg, der vorher überhaupt nicht an Nahtoderlebnisse geglaubt hat. Die Wissenschaft war ja schon immer ziemlich skeptisch. Nur in den vergangenen Jahren gibt es ziemlich viele Kommissionen, die sich wissenschaftlich damit auseinandersetzen. 7 Zeugnisse sind in dem Buch enthalten. Eines haben Sie schon etwas näher beleuchtet. Welches von diesen 7 Zeugnissen spricht Sie persönlich am meisten an? Also in positiver Weise spricht mich das Zeugnis von Nathalie Sarraco, dieser französischen Filmemacherin, am meisten an, weil es die leidenschaftliche Liebe Gottes zu uns Menschen ausdrückt. Im Negativen natürlich das von der Zahnärztin, von der ich gerade erzählt habe. Das ist wirklich schon sehr eindrücklich, wie sie über den Abgrund zur Hölle und den Weg zur Hölle spricht, was sie erlebt hat. Wissenschaftlich kann man nicht beweisen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt, aber immerhin enthält das neue Buch über Nahtoderfahrungen 7 Zeugnisse über Erlebnisse aus dem Jenseits. Was machen diese 7 Zeugnisse für Sie so glaubwürdig? Bei allen, die zurückkamen, kann man feststellen, dass sie ihr Leben grundsätzlich geändert haben und auch ihre Lebensanschauung. Und ich denke, normalerweise ist es so, dass wir ja nicht zu solchen gravierenden Änderungen neigen und wir gehen ja auch nicht so gerne von unseren materiellen Besitztümern weg. Das hat sich bei diesen Menschen komplett geändert und das macht sie für mich schon sehr glaubwürdig. Eine letzte Frage habe ich noch an Sie als Verlegerin. Warum war es Ihnen wichtig, dieses ursprünglich französischsprachige Buch ins Deutsche übersetzen zu lassen
und in Ihr Verlagsprogramm aufzunehmen. Dieses Buch von Dr. Patrick Theillet hat mir deswegen sehr gut gefallen, weil er als Katholik, erstens als Mediziner und als Katholik diese Zeugnisse ausgewählt hat. Ich glaube, dass durch diese Zeugnisse mancher heute in dieser säkularisierten Welt mancher wieder zum Glauben zurückkommen kann oder der Glaube verstärkt wird. Und die Hoffnung ist dann auch noch da, dass mancher Ungläubige, der sich vielleicht für das Phänomen interessiert, doch zum Nachdenken kommt. Frau Geiros, ganz herzlichen Dank für dieses Buchgespräch über beeindruckende Nahtoderfahrungen und Ihren Besuch bei Kirche in Not in München. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Blumberg. Das war ein Buchgespräch mit Gisela Geiros, der Leiterin des Media Maria Verlags. Schön, dass Sie zugesehen haben. Freuen Sie sich jetzt noch auf eine Leseprobe der Verlegerin aus dem Buch »Beeindruckende Nahtoderfahrungen – Zeichen des Himmels« von Patrick Theillet. Wie ich eben schon gesagt habe, hat mich das Zeugnis der Nathalie Sarraco am meisten beeindruckt. Und von diesem Zeugnis möchte ich einen kleinen Passus vorlesen. Herr, wie schade ist es, dass ich meine Seele jetzt zurückgeben muss, nachdem ich erfahren habe, wie wahnsinnig du uns liebst. Ich möchte wieder auf die Erde zurückkehren können, um deine leidenschaftliche Liebe zu bezeugen und dein heiliges Herz zu trösten. Beeindruckende Nahtoderfahrungen von Patrick Theillet ist im Media Maria Verlag erschienen und im Buchhandel erhältlich. Das Buch umfasst 224 Seiten und kostet 18,95 € zuzüglich Versandkosten.